willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge hier bei Diesel TV. Wobei diese Folge wird die Hell Week, könnte man sagen. Aber nicht die Hell Week von US Marine Corps, sondern die Hell Week von Diesel TV. Ich habe nämlich diese Woche echt, also insgesamt 3700 Kilometer vor mir. Es geht jetzt von Worms nach Alzenau, nach Kitzingen, nach Fürth, nach Nogarode, nach Rom, nach Ripi, wo ich vor 2 Wochen schon mal war. Und dann von Ripi nach Belgien, nach Frasene und von Frasene dann wieder nach Hause. Ich habe die Karte jetzt hier wahrscheinlich irgendwo eingeblendet. Das ist mein Programm für diese Woche. Da muss ich jetzt also Kasala machen. Denn der kleine Mr. Diesel TV will ja am Freitag wieder zu Hause sein. Also ich glaube nicht, dass ich das bis Freitagabend wieder nach Hause schaffe. Aber also es ist mein Ziel, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich aber am Samstag früh nach Hause komme, ist auch egal. Ja, ich habe jetzt halt so eine kleine Zwischentour. Jetzt muss ich eben, wie gesagt, nach Alzenau. In Alzenau nach Kitzingen laden. Das Kitzingen dann gleich wieder ausladen. Und dann in Fürth mein TK-Zeug laden. Wieder für Nogarole und zum Special Waiting natürlich. Und dann weiter runter nach Rom. Rom ist dann AEG 2000, die Entladestelle. Also nicht das normale AEG, sondern die verbesserte Version. Und dann Ripi kennt ihr ja auch schon. Das ist da in diesem Dorf, wo ich das Büro ewig nicht gefunden habe, die Ladestelle. Und genau, dann eben von dort nach Frasene über die Schweiz wieder hoch. Muss man halt mal gucken, wie es jetzt läuft. Ja, zum Glück war ich so früh da, weil hier ist jetzt schon eine Riesenschlange. Oh, eieiei, die stehen ja bis auf die Straße schon. Eieiei. Das ist hier echt ein bisschen Katastrophe alles. Das ist alles der Rückstau aus dieser Firmeneinfahrt. Weil hier die Hauptstraße ist auch noch gesperrt, da diese B9. Und das heißt, die müssen alle hier rumfahren. Oder das ist halt die originale Umleitungsstrecke. Dementsprechend ist das natürlich optimal, wenn da die LKWs nicht in die Firma reinkommen und deswegen auf der Straße stehen bleiben müssen. Ja, das ist immer noch, Rückstau von der Firmeneinfahrt. Wieso geht das noch? Das hört ja gar nicht mehr auf. Also es staut sich bis zum Ortsende oder Ortsanfang. Ich stand jetzt schon an der Rampe und wollte eigentlich laden. Jetzt haben die aber gesagt, heute wird es gar nichts mehr. Jetzt soll ich also direkt nach Fürth fahren. Und dann halt in Fürth direkt laden. Ja, ich sag mal, ist für meine Tourenschaftplanung natürlich besser, aber für den Geldbeutel jetzt ein Ticken schlechter, weil wir jetzt natürlich, ich kriege jetzt die Anfahrt nach Fürth trotzdem bezahlt und so, ist ja logisch. Aber für hier hätte ich halt auch noch mal ein paar Euros bekommen. Das war aber auch, muss man ehrlich sagen, hardcore geplant, weil da morgens kann man halt erst ab 7 Uhr ausladen, da brauchst du mindestens eine Stunde, dann hätte man hier eigentlich, ich sag mal, spätestens um 9 Uhr, nee, um 10 Uhr wegfahren müssen, dass man den Termin noch schafft. Aber ich war ja erst um 10 Uhr hier. Also das war von vornherein schon arschknapp. Ja, jetzt hat es halt nicht hingehauen. Ah, A3. Oh, ich liebe dich einfach. Es ist einfach nur eine Baustelle. So schön, so schön, so schön. Das läuft halt wie am Schnürchen. Also ja, das war jetzt für mich persönlich nicht wirklich der Weltuntergang, dass ich diese Zwischentour nicht habe machen müssen. Ich glaube, das hätte mir wirklich den ganzen Tag versaut. Ich habe jetzt nämlich hier schon geladen und bin auch schon abfahrtbereit. Also das ging jetzt hier rucki zucki, weil der Kühler auf Temperatur, da konnte ich gleich Hampe gekriegt. Warm haben sie mir 26 Paletten draufgestellt. Jetzt geht es wieder an meine klassische Zwischenstation in Raubling. Dann nochmal voll tanken, weil ich brauche auf jeden Fall Diesel. Ich fahre ja dann noch allein Italien runter und wieder rauf, sind glaube 1300 oder so Kilometer. Dann durch die Schweiz durch und so, da kann ich überall nicht tanken. Also ich kann da schon tanken, aber es ist natürlich nicht zu empfehlen. Deswegen mache ich da die Bude nochmal randvoll. Ich meine, ich habe jetzt auch 85% im Tank, aber lieber voll da runterfahren, dann reicht es auf jeden Fall rauswärts. Da muss ich aber wahrscheinlich irgendwie entweder in Luxemburg noch mal ein bisschen. In Luxemburg habe ich gehört, ist richtig schlau da rauszufahren zu der AS24 runter von der Autobahn. Das lohnt sich so richtig. Ja. Oh. Ja.
Dienstagmorgen in Südtirol. Ich bin gestern noch bis hier auf diese Parkbuck da gekommen mit einer Minute Restlenkzeit oder so. Also Glück im Unglück. Aber gut, schlafen tust du hier natürlich nicht, wenn da die ganze Zeit die LKWs vorbeifahren. Jetzt geht es auf jeden Fall los zum Special Waiting. Anscheinend habe ich da um 10 Uhr Zeitfenster zum Abladen. Deswegen bin ich auch jetzt länger hier stehen geblieben, dass ich halt erst um 10 Uhr da bin, nicht dass ich nachher dann, wenn ich um 8 Uhr da bin, erstmal bis 10 Uhr rumstehe. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob da was geht oder nicht. Was ich mir am Wochenende übrigens mal angeschaut habe, ist diese Rola. Man kann ja auch auf den Zug fahren und es gibt ja eine Rola, die hier bis nach Trient fährt. Das wäre schon mal eine Idee, ob ich das nicht mal mache, wenn es mal irgendwie reinpasst, also wenn ich Lenkzeit habe oder irgendwie so. Weil du fährst halt praktisch in Wörgl, also am Ende oder am Anfang, je nachdem aus welcher Richtung man halt kommt, vom Inntal auf den Zug und dann fahre dich bis hier auf den Zug und da sparst du dir halt, ich sag mal, drei Stunden Lenkzeit oder so bestimmt. Und was auch mal interessant wäre, wäre vielleicht dieses Novara aus Italien nach Freiburg zu machen mit dem Zug. Das geht ja auch. Ist ja auch so eine Rola dann durch die Schweiz. Bei meinem Lieblingskunden hier in Italien beim Special Waiting. Oh, heute ist was los. Heute ist was los. Sehr gut. Sehr gut. Ich denke, das wird heute eine Weile dauern, so viele LKWs wie hier sind es ja. 1, 2, 3, da hinten steht auch noch einer, da wartet einer, da wartet einer. Das wird interessant. Schade, ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass meine Rücktour jetzt doch nicht nach Belgien geht, sondern nur nach Alzey. Das heißt, meine schöne Hardcore-Runde ist wieder in die Tonne. Ja. Das ist echt schade, weil das wäre geil gewesen. Vor allem hätte ich halt am Freitag ja in Belgien für Italien geladen. Das heißt, ich wäre am Montag auch gleich wieder auf Kilometer gekommen. Aber das wird jetzt leider nichts, so wie es momentan aussieht. Vielleicht ändert sich es auch nochmal. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier den neuen Auftrag gerade gekriegt. Ja, echt schade. Ich hatte mich ja schon gefreut, dass ich so schnell die Rampe gekriegt habe. Ich hatte schon die Türen aufgemacht und stand auch schon an der Rampe. Da ist einfach nichts passiert. Jetzt habe ich lieber nochmal die Türen zugemacht, den Kühler angeschmissen. Nicht, dass jetzt hier alles da noch ewig dauert. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe meine Papiere bekommen. Ja. Es ist halt hier echt immer so ein Thema mit dieser Endladestelle. An manchen Tagen okizuki. An anderen Tagen, ja, da stehst du dir einen ab. Es ist wirklich traurig, dass man hier nicht so wirklich planen kann. Ich brauche mir aber jetzt ja keinen mehr abmühen. Jetzt geht es mal weiter Richtung, weil ich ja sowieso nur bis Richtung Rom. Das heißt, ich werde wahrscheinlich am Donnerstag. Ich brauche mir aber jetzt ja Hause fahren und dann wieder am Freitag, so wie in der perfekten Woche, weil ich ja von zu Hause aus starten muss. Und dann am Freitag werde wahrscheinlich am Donnerstag abladen, nach Hause fahren und dann wieder am Freitag, so wie in der perfekten Woche, von zu Hause aus starten. Ansonsten wäre ja, wenn ich in Belgien gewesen wäre, die nächste Woche dann auch schon klar gewesen. Da wäre ich auf jeden Fall montags wieder in Italien gewesen. Ach so. Ich glaube, jetzt ist sowieso. Ansonsten wäre ja, wenn ich in Belgien gewesen wäre, die nächste Woche dann auch schon klar gewesen. Da wäre ich auf jeden Fall montags wieder in Italien so oder so über die Schweiz fahren. Ich glaube, jetzt ist sowieso, diese Woche ist Donnerstag sowieso in Österreich Feiertag. Das heißt, ich muss so oder so über die Schweiz fahren. Fahre ich jetzt schön mit 85 da runter, vielleicht auch über Sperr noch ein bisschen Sprit. Ich komme ja auf jeden Fall bis dahin. Ich hatte mir eigentlich so einen Parkplatz ausgesucht. Fahre ich jetzt schön mit 85 da runter. Spar noch ein bisschen Sprit. Also da ist so eine Tankstelle. Ich komme auf jeden Fall bis dahin, aber ich letztes Mal auch gesehen. Ich hatte mir eigentlich so einen Parkplatz ausgesucht, da direkt. Ich weiß natürlich nicht, ob man da dann abends noch einen Parkplatz drauf, da bin ich mir, also da ist so eine Tankstelle. Fahren können und so habe ich das letzte Mal auch gesehen, als ich da hingefahren bin. Ob ich jetzt heute. Ich weiß natürlich nicht, ob man da dann abends noch einen Parkplatz ist, drauf, egal, bei Belgien wäre das wichtig gewesen. Fahren können und so, aber jetzt muss ich mir jetzt mal eher keinen Abnahme, dass ich ja nicht mehr bis da hoch. Ob ich jetzt heute. Ist es dann auch egal, wenn ihr mehr schafft.
morgen mit Regenbogen in Rom. Ich bin kurz vor der Endladestelle. Ja, ich gehe jetzt mal kurz hier Toilette suchen und dann erkläre ich mehr. Ich bin gestern eben noch bis hier gekommen, aber ich weiß ja von letztem Mal, dass ich bei der zweiten Endladestelle beim AEG 2000, da brauche ich gar nicht so früh aufkreuzen, weil die ja zuerst ihre eigenen Lieferwagen da beladen. Deswegen, ja, es ist jetzt schon 8 Uhr und jetzt gucke ich mal, ob ich da nicht irgendwie noch einen Kaffee finde oder Toilette und sowas. Dann fahre ich da ganz entspannt rüber, so irgendwie, dass ich um 8:30 da bin. Und dann sollten die mich ja eigentlich in der Theorie zumindest gleich dran nehmen. Gestern stand ich übrigens schon hier, da hat mich aber doch einer rausgeklopft und hat gesagt, ich soll da hochfahren. Ich frage mich, warum. Ist halt so gewesen. So. Dann legen wir mal los. Ich bin ja gestern konsequent 85 gefahren und habe mal vom Brenner runter bis hier Bordcomputer zurückgesetzt. Schau mal den Verbrauch an. 22,5. Das ist doch echt okay. Und da hat man ja schon auch durch die Toskana da ganz gute Stiche drin. Ich meine, klar, der Brenner ist jetzt nicht drin, weil ich habe praktisch erst den Nogarode zurückgesetzt. Aber ich finde 22,5 für einen V8, ja, respektable Leistung, würde ich mal sagen. Klar, der 6-Zylinder, ich denke mal, mein 460er oder so, oder ein 560er, der wäre da jetzt halt bei 20 Liter. Aber ja, ich hatte ja in meinem Fazitvideo so ein bisschen über den Verbrauch, was heißt geschimpft, aber geredet halt. Da bin ich mal auf die Kommentare gespannt. Wahrscheinlich gab es einen, der dann gesagt hat, ja, erst V8 kaufen, dann über Sprit jammern. Ja, 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 ist mir schon klar. So bin ich halt. Ich bin halt ein Idiot. Alle anderen machen es halt besser als ich. Genau, also das auf jeden Fall so. Den lasse ich jetzt mal so. Ich werde auch auf dem Rückweg 85 fahren. Ich habe ja keinen Stress und keinen Zeitdruck. Gucken wir mal, wo er sich dann einpendelt. Dann lasse ich auch mal den Gotthard drin und so. Denke mal, da würde dann etwas hochgehen. Aber Rückladung ist jetzt ja auch nicht so unbedingt die schwerste. Waren, glaube ich, immer so 7-8 Tonnen oder so. Also alles ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal im Video drin hatte, aber ach, heute klappt's. In der Mautstation hat letztes Mal meine Box nicht funktioniert. Durch. Der Sitz fängt an zu quietschen wie beim Streamline, habe ich gerade so das Gefühl. Da hat er ja auch irgendwann angefangen so zu knarzen. Jo, gewohnt gut hier. Das ist echt eine Top-Firma, die machen da nicht rum. Der ältere Herr, der lädt immer in Mittagspause, scheißegal. Der lädt einfach egal. Interessiert ihn gar nicht. Ja, genau. Jetzt packe ich meine Sachen und dann werde ich ganz entspannt. Wie viel habe ich denn jetzt geladen? Ich glaube so 8 Tonnen oder so sind es normalerweise. Auch Kühler soll ich doch anmachen. Moment. 6, 7. 7,8. Ja, sagen wir mal 8 Tonnen geladen. Und dann, sag mal, geht der Kühler jetzt an? Ja. Dann rolle ich jetzt mal entspannter Richtung Milano. Ich kann noch 8 Stunden fahren heute. Strada del Sole, also Autobahn der Sonne, macht hier ihren Namen aber keine Ehre. Da hinten war es ein bisschen besser. Da kam auch mal die Sonne kurz.
kurz raus. Jetzt komme ich scheinbar wieder hier voll in den Regen. Hey, ich bin schon in Mailand, beziehungsweise kurz vor Mailand in so einem Industriegebiet, weil natürlich auf der Autobahn habe ich nichts mehr gekriegt. Aber in Italien ist ja immer sehr, sehr schön. Nicht so wie bei uns in Deutschland. Wobei hier haben sie scheinbar auch so Poller hingemacht. Aber da kann man im Regelfall in jedem Industriegebiet irgendwo parken, weil die immer sehr, sehr großzügig gebaut sind. Also da vorne in der Straße hätte ich auch stehen bleiben können. Selbst hier in der Straße kann man sich eigentlich irgendwie hinstellen. Ich sollte mal gucken, dass man die Tore nicht zuparkt. Das ist also echt top in Italien. Jetzt mache ich hier 9 Stunden Pause. Hab noch eine Stunde bis Como, dann morgen. Dann T2 machen, Schweiz durchqueren, ab nach Hause. Und dann am Freitag, also ich muss jetzt auch noch gucken, ob ich wirklich heimfahre. Ich habe jetzt den Auftrag für Freitag noch nicht. Je nachdem, wenn ich dann nachher am Freitag noch viele Kilometer schrubben sollen müsste, irgendwie so, dann muss ich vielleicht doch noch Allzeit fahren, aber das checke ich dann morgen noch ab. Und los geht's am Donnerstagmorgen nach Como. So wie es momentan aussieht, komme ich sogar noch um den Mailänder Berufsverkehr. Da mache ich dabei mein T2. Mann, ist ja heute was los. Der ganze Hof steht voll hier, ist ja der Hammer. Ich muss echt sagen, dieser Tierspett, wo ich da jetzt immer hingehe, ist eigentlich fast besser als das Komodox. Das Komodox ist ja da drüben. Ich fahre da jetzt, keine Ahnung, wie lange ich gebraucht, 5 Minuten maximal fürs T2. Jetzt nehme ich hier wieder diese App da. Anscheinend ist ab nächstem Jahr geht es sowieso alles nur noch über diese App, das ganze Transitverfahren. Ich hatte mich ja mal ein bisschen informiert über diesen Novara Freiburg Zug und habe gedacht, ich frage mal meinen besten Italien-Experten, den ich kenne, den Sven, ob der schon mal mit diesem Zug gefahren ist. Und er hat gesagt, lass die Finger davon. Schlimmster Zug, schlimmste Scheiße, die man machen kann. Ich dachte, du kriegst da so ein richtiges Schlafabteil, so wie auf einer Fähre halt, so ungefähr. Hast du dein eigenes Abteil mit Bett und Bettwäsche und allem. Und da hat mir der Sven gesagt, du kriegst da gar nichts. Du bist in diesem Zug und der Zug ist wie so ein normaler Personenzug und hat so Abteile und dann musst du praktisch das Bett runterklappen. Beziehungsweise, ja. Wo ich das dann gehört habe, dachte ich so, das kann doch nicht denen ernst sein. Anscheinend gibt es auch nicht wirklich was zu essen und vor allem musst du dir halt das Abteil dann mit irgendwelchen anderen teilen und darauf habe ich mal gar keinen Bock. Na, hat der Sven noch gemeint, wenn ich es mal sehen will, wie das da aussieht, soll ich mal die Eurotrackers-Folge angucken mit diesem Holländer. Der fährt nämlich mit dem Novara-Zug, weil du aus den Niederlanden das ja gar nicht schaffst, wenn du wegen der Lenkzeiten, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, weiter runter nach Italien musst, dann wird das einfach eng mit der Doppelwoche. Und da hat man da die Aufnahmen gesehen und dann dachte ich nur so, no, nee, das mache ich. Also wenn es wirklich, 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 wirklich nicht anders geht. Aber das ist ja wirklich eine Zumutung. Also ich dachte, du kriegst ein richtiges Abteil mit dem richtigen Bett. Du musst sogar deine Bettwäsche da selber mitnehmen. Jetzt probiere ich es mal ganz ohne Aussteigen hier durchzukommen. Jetzt nur da vorne ist so eine Baustelle. Da steht man immer ewig im Stau. Sobald man da dann durch ist, läuft es einigermaßen, oder? Ist hier noch was? Nö. Sieht nicht so aus. Jetzt geht es hier zum Gotthard hoch. Ich versaue mir erstmal schön meinen Durchschnittsverbrauch. Ich bin jetzt schon hoch auf 24,2. Ich denke, wenn ich oben bin, wird er so bei 25 sein. Wenn ich dann auf der anderen Seite wieder runtergerollt bin, dann vielleicht wieder runter auf 24,7 oder so. Letztes Mal bin ich ja hier über den Gotthard gefahren, wo ich die 40 Tonnen hatte aus Wein. 40 Tonnen mit Wein. Ja, da war das hier natürlich ein anderer Kampf. Da habe ich auch ordentlich Diesel durchgeblasen.
Und oben am Gotthard bin ich hoch auf, ja, 24,9. Da lag ich ja gar nichts mal so falsch mit meiner Schätzung. Jetzt geht es hier an dem, jetzt geht es hier an dem Vierwaldstätter See entlang. Das ist so ein Teil von der Strecke, den ich nicht so mag, weil das ja relativ eng ist und ja, ist einfach nicht so schön zum Fahren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ist halt die schnellste Route. Zoll beendet, problemlos, das heißt Zoll, Transit halt. Jetzt habe ich noch eine Stunde, ja, zwei Stunden bis nach Hause von hier. Da drüben der Autotransporter, ey, die sind zu zweit unterwegs. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einem Autotransporter drin war, wo man oben übers Dach lädt. Ich glaube, 9er heißen die ja. Also 8er Autozug. Haben ja, wenn ich das jetzt auch richtig weiß, so eine normale Kabine, so wie meine, und dann halt dahinter der Aufbau. Und das sind wohl solche 9er, weil du da das 9. Auto übers Dach laden kannst. Die Kabine ist so klein und da sind die zu zweit. Also da hätte ich mal anders keinen Bock drauf. Freitagmorgen. Genau, mit Under Pressure erstmal. Ich war nämlich beim hier reinfahren auch Under Pressure, das kann ich euch sagen. Ich kam da nämlich um die Kurve. Und da standen 5 LKWs vor mir. Und ich dachte schon so, jo, jetzt bin ich, wenn ihr wisst, was das heißt. Das heißt nämlich, ich bin gefft am Freitag. Aber die mussten dann so, also ich bin ja letztes Mal hier rumgefahren und dann hinten bei dem Frischelager gewesen. Das war ja falsch. Aber die ganzen Kollegas, also wo war ich stehen geblieben, war mal wieder GoPro-Akkuspinnerei. Ja, bin ich hier reingefahren und da, also der da steht und dann waren da noch 4 andere davor oder 5 und war eine riesen Schlange da in der Anmeldung. Ja, die mussten dann alle auf die andere Seite, also Glück gehabt. Ich habe meine Rampe mal wieder gekriegt. Jetzt lade ich hier ab, normalerweise halbe Stunde maximal, halbe, dreiviertel Stunde. Dann fahre ich rüber nach Worms. Da muss ich 5 Paletten abgeben und dann fahre ich, 5 Paletten und meine anderen Paletten in den Palettenkasten räumen und dann fahre ich rüber nach Bensheim hier. Da lade ich dann für Herrenberg, bin ja schon fast zu Hause, dann Herrenberg abladen. Dann mit dem ganzen Zug nach Kirchheim, beziehungsweise nach, das ist hier, da. Reichenbach, genau. Nach Reichenbach da Auflieger abstellen und ich fahre dann mit der Zugmaschine nach Hause, die laden den und dann kann ich Sonntagabend da wieder hin. Und dann habe ich Montag früh 3.30 Uhr Termin in Nürnberg und 6 Uhr Termin in Maxhütte und dann fahre ich wieder zurück. Schade, dass es nicht andersrum geht, wäre ich geschickter erst Maxhütte, dann nach Nürnberg. Aber wird schon seine Gründe haben, warum es ist, wie es ist. Und dann wieder am Montag in Fürth laden für Italien. Musste ich machen, weil Mittwoch ist ja Feiertag in Baden-Württemberg und Dienstag, glaube ich, in Bayern. Das heißt, da muss ich gucken, dass ich am Dienstag noch irgendwie wenigstens bis Raubling komme oder so, dass ich das kurze Stück, was da noch in Deutschland ist, dann noch fahren kann. Am Dienstag und dann, ja, Mittwoch in Italien ausladen oder Dienstag, je nachdem, ich weiß noch nicht, wohin es genau geht. Und dann wieder was zurückladen und dann, ja, das Übliche halt wieder nach Deutschland. Das ist ja nächste Woche dann. Wobei ich dann ja eigentlich diese Folge auch jetzt beenden kann. Passiert eh nicht mehr so viel. Ihr wisst ja, Däumchen, Träumchen, macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge hier bei Diesel TV und dann wieder mit, genau, Italien, bla bla bla, Feiertag umgehen, Trixi und so weiter und so fort. Macht's gut, haut rein, tschüss, ade und ciao.